Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zu einem neuen Bild zu The Elder Scrolls Online. Im heutigen Video habe ich für euch die Magicka-Nachklinge für das Morrowind Update. Ich möchte euch hier einen kleinen Supporter-Bild zeigen. Das ist ein Bild, der ist relativ schwierig zusammenzubekommen. Ich werde euch dann aber natürlich im Video noch zeigen, wie ihr die Nachklinge alternativ spielen könnt mit Gear, an das man relativ leicht rankommt. Und dann macht ihr im Grunde genauso viel Schaden, nur ist das halt eben nicht dafür da, um die Gruppe zu supporten. Und ihr könnt es wahlweise auch auf Distanz spielen. Ich werde euch also hier im Grunde so zweieinhalb, ja, drei verschiedene Setups zeigen. Wir fangen erstmal aber mit dem Supporter-Setup an und da natürlich mit den Stats. Hier bin ich gerade bei 46.155 Max Malka. Wäre eigentlich ein bisschen geringer. Ich habe die eine Stiefel von dem neuen Set allerdings nur in erfüllt. Hätte ich sie in göttlich, hätte ich auch ein kleines bisschen mehr Crit-Chance. Hier, die ist allerdings schon sehr, sehr hoch mit präzisen Waffen. Regulär 17k Leben. Ich trage hier 5 Teile leicht, ein Mittel, ein Schwer. Ich kann damit in den Trials problemlos sustainen. Die Malka-Nachklinge hat da kein Problem mit dem Sustain. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr ein paar Veränderungen vornehmen. Dazu komme ich dann gleich. Wir haben eine Diebe und Mundestein drin, Max Leben, Max Malka Barfoot und das war es eigentlich, ja. Dunkelelfin, falls ich es nicht schon erwähnt hatte. Tranktechnisch benutzen wir Essenz der Magiekraft. Ganz klar. Das gibt uns eben größere Zauberei, 20% mehr Magieschaden über die gesamte Wirkdauer des Tranks und dann eben auch mehr Crit und Ressourcen wieder zurück. Das heißt also, ja, das ist der Trankbuff. Das heißt, wir brauchen keine Entropie oder sonst irgendwas, was uns größere Zauberei gibt. Gear-technisch sieht das Ganze so aus, da das hier ein Nahkampfbild ist. Ihr müsst in den Nahkampf, das ist ganz wichtig. Wir benutzen als Monster-Set Grothar. Ein mittleres und ein schweres Teil. Gibt uns Maika und dann eben diesen AOE-Lava-Pool. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Und den Kopf bekommt ihr in der Kammer des Wahnsinns. Das ist ein Kalthafen und die Schulter dann eben aus der, ich glaube, Glerion-Truhe müsste das sein. Da, wo es auch Ilambris drin gibt zum Beispiel. Da bekommt ihr es raus dann bei den unerschrockenen Dailies. Dann tragen wir 3 Teile vom Set, beziehungsweise 4 Teile auf der Backbar vom Set, Weber. Jetzt rein jetzt hier eine Weberkette und einen Weberring. Natürlich auf Magieschaden verzaubert, das gibt uns 2x Max Malka. Ich hätte mir gerne auch andere Setups angeschaut. Allerdings ist es da gerade hier zumindest auf dem PC unmöglich, Waffen dazu zu finden. Ich hätte gerne eigentlich 4 Teile reingenommen vom Set, Kampfkunst. Also ehemals tödliches Wissen, weil mir das Max Malka Magieschaden gibt und dann auf der 4. Bonus auch Magieschaden. Trage ich hier eine Robe in göttlich, weil ich von dem anderen Set die Robe noch nicht bekommen habe. Leider Gottes, es ist ein komplettes göttliches Set gedroppt, bis auf Kopf und Schulter von dem Meisterarchitekten-Set. Dazu komme ich dann gleich. Allerdings haben die anderen beiden Leute die Robe und die Füße gebraucht und ich habe diese 3 Teile hier bekommen. Also Weber, 3 Teile, einmal die Brust, Kette, Ring. Und ein Blitzstab hinten. Ich habe den deswegen präzise gewählt, weil mein Mahlstromstab, den ich mal aufladen sollte, leider Gottes auch präzise ist. Das ist aber nicht ganz so unfassbar tragisch. Das ist, was wir da hier tragen. Und zusätzlich dann eben 5 Teile vom Set Meisterarchitekt. Und das Meisterarchitekten-Set, das ist das Support-Setup. Und das gibt es nur in den Hallen der Fertigung. Und das tragt ihr auch wirklich nur unter besonderen Umständen, wenn das gerne gewünscht ist in der Gruppe. Ansonsten solltet ihr ein Full-DPS-Setup wählen, mit dem ihr wahrscheinlich auch ein kleines bisschen mehr Schaden machen werdet, aber halt nicht den Group-DPS pusht. Die Nightblade macht einen sehr, sehr ordentlichen Schaden und kann halt eben mit diesem Setup dann auch noch 2 weiteren DDs noch ein bisschen mehr pushen. In der Regel zum Beispiel Malka-DKs oder Templer, die dann einfach noch mehr Schaden machen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Dann haben wir hier die Hallen der Fertigung. Das ist der neue Raid auf Wardenfell. Das kommt mit dem Morrowind-Update, also für die Konsolenspieler erst ab dem 6.6. verfügbar. Und da kriegt ihr dann eben dieses Meisterarchitekten-Set. Da habe ich hier gerade 3 göttliche Teile und eine erfüllte Füße. Ich werde natürlich dann auch noch die Brust und die Füße dann entsprechend farmen, sodass ich das dann komplett am Körper tragen kann. Ursprünglicher Plan war es, 3 Teile Willenskraft zu tragen, Mahlstromstab und entweder ein Meisterstab oder ein Randomstab hinten mit einer Berserkerglyphe. Da müsste man mal schauen. Wahrscheinlich dann eher ein Randomstab. Aber da
steht halt nicht ganz so fest. Oder mal gucken. Ich weiß nicht, ob ein Vierteile-Set hinten stärker ist als ein Willpower. Dadurch, dass wir sehr, sehr viel Zeit auf der Frontleiste verbringen, denke ich mal, dass drei Teile Willenskraft hier stärker wäre. Allerdings gibt es keine Willenskraft-Rüstungsteile. Und will ich jetzt hier Kette, Ring und einen Stab Willenskraft tragen, hätte ich den Dreierbonus nur hinten und dann halt ein Setlose, eine setlose Brust. Und das wäre es nicht so in meinem Sinn. Von daher, Meisterarchitekt. Was bringt uns das eigentlich? Das gibt uns einen Magiker, kleinerer Schlechter. Das heißt, wir können das nicht mit Mondtänzer kombinieren. Viele dachten, na, trag doch vier Teile Mondtänzer. Nee, geht nicht, weil kleinerer Schlechter nicht stapelt. Das heißt, wir haben den Buff schon aktiv. Und das bringt uns nichts. Dann kriegen wir dazu Magieschaden. Die ersten vier Boni sind also genauso wie Mondtänzer. Und der fünfte Bonus ist, wenn ihr eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhaltet ihr und die zwei Verbündeten, die innerhalb von 28 Metern am nächsten an euch stehen, 10 Sekunden lang größerer Schlechter, was deren in Verließen und Prüfungen verursachten Schaden um 15% erhöht. 15% für 10 Sekunden lang, das ist richtig, richtig viel. Das Set mag so vielleicht nicht viel Grundschaden haben, aber wenn man es ordentlich spielt, und zwar halt eben auf der Nachtklinge, die sehr schnell Ultikraft bekommt, dann könnt ihr mit diesem Setup auch wirklich richtig viel DPS rauspushen. Und mit den ganzen Raid-Buffs, die habe ich jetzt hier zum Beispiel, ich werde dann einen Test reinschneiden, der Test war in Ordnung, hätte besser sein können, aber dieser mit entsprechenden Buffs, weil zum Beispiel kleinere Verwundbarkeit und so war nicht drauf, kriegt ihr mehr Damage raus. Ich werde gleich dazu dann noch kommen. Das Setup ist also richtig stark. Wir tragen jetzt noch einen Ring. Ich habe auch noch einen zweiten Ring. Ich hätte eigentlich noch dann quasi göttliche Weberschuhe tragen können und einen zweiten Ring. Mal gucken, ob ich das halt auch noch mache, aber mal sehen. Ja, Weberstab hinten mit der Waffenmagieschadenglyphe drauf und dann eben Flammenstab des Mahlstroms. Wenn ihr gar keinen Flammenstab des Mahlstroms habt, empfehle ich euch dann geschärfte Stäbe zu kaufen vom Weber. Die sind allerdings sehr, sehr teuer. Ihr könntet dann aber auch so Sets nehmen, wie zum Beispiel Grausamer Tod. Ihr könntet dann auch Sets nehmen, Kampfkunst, wenn ihr die Stäbe habt, funktioniert auch. Oder ihr sagt einfach, ihr nehmt drei Teile Willenskraft als Schmuck und nehmt dann Random Stäbe. Das ist euch überlassen. Ihr könntet dann auch sagen, dass ihr zwei Mahlstromstäbe spielt und Willenskraft. Und hinten dieses Gift draufpackt, ja. Und ihr könntet dann Schadensgift nehmen zum Beispiel, weil euch, ihr da nicht den Sustain braucht mit diesem Ressourcengift. Das ist aber völlig euch überlassen. Ich persönlich finde es so am angenehmsten. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel das Setup. Und dann spielen wir auch das Skill-Setup ein kleines bisschen anders als bei den anderen Setups. Dazu kommen wir jetzt erstmal. Und zwar lebenslos. Dieser Morph, weil er halt nochmal einen Verbündeten heilt. Alle 2 Sekunden lang. Das ist ganz nett, um die Heile ein kleines bisschen zu entlasten. Dann haben wir die gnadenlose Entschlossenheit hier. Die wurde gebufft in diesem Patch. Wir können hier einen Spektralbogen abfeuern, der satten Schaden verursacht. Wir müssen dafür 5 leichte Angriffe machen. Das heißt, einen mehr als im letzten Patch. Das ist aber nicht so schlimm. Wir casten das einmal und wenn wir halt 5 Angriffe innerhalb dieser 20 Sekunden machen, können wir einen Spektralbogen abfeuern und dann können wir wieder 5 Angriffe machen und noch einen Spektralbogen abfeuern. In der Regel reicht es nur für 2 Stück durch die Rotation, die wir hier benutzen im PvE. Aber das ist eigentlich schon ganz cool, weil wir einmal weniger rebuffen müssen. Das heißt, wir sparen uns Ressourcen, hilft also beim Ressourcenmanagement und wir verlieren kein DPS, weil wir ständig diesen Skill recasten müssen. Dann haben wir die Feuerblockade. Gute AOE aktiviert die Mahlstromverzauberung. Unseren Execute, das ist Pfählen, kann man auf große Distanz benutzen. Sehr günstig mit 1,7k Maika und macht richtig viel Schaden, wird ab 25% benutzt. Inneres Licht gibt uns Max Maika und größere Prophetie. Letzteres bräuchten wir eigentlich nicht, aber die extra Max Maika, 7% sind das insgesamt mit den Passiven der Magiergilde noch dazu. Ist richtig, richtig viel. Dann haben wir hier Seelenernte. Seelenernte ist eine super Ulti. 70 kostet sie nur, die war früher mal noch günstiger, aber 70 ist schon sehr, sehr günstig und wäre sie noch günstiger, wäre dieses Setup absolut, absolut OP, glaubt mir. Wir benutzen die, sie macht sehr ordentlichen Schaden und wir kriegen dann 6 Sekunden lang 20% mehr Schaden gegen dieses Ziel. Das heißt also, wenn sich der Setbonus aktiviert, wenn wir diese Ulti einsetzen,
kriegen wir satte 35% mehr Schaden für 6 Sekunden lang und dann für die verbliebenen 4 Sekunden lang noch, bleibt das bei 15% extra Schaden. Das ist richtig, richtig brutal. Und solange wir diese hier ausgerüstet haben, erhalten wir für jeden Todesstoß auf dieser Leiste, den wir verursachen, 10 Ultikraft. Das heißt also, wenn wir mit Pfählen Leute killen, kriegen wir Ultikraft. Das ist super bei Trashfights. Wenn ihr dann halt auch noch Leute dann irgendwie buffen wollt während der Trashfights, könnt ihr das hier benutzen. Das ist der absolute Hammer. Oder ihr könnt auch die Ulti hinten aktivieren und dann hier vorwechseln, zum Beispiel die Destro-Ulti. Und dann vorne abräumen. Das ist richtig, richtig brutal. Wo wir noch alles Ultikraft bekommen, dazu komme ich dann gleich bei den Passiven. Dann haben wir den verkrüppelten Griff. Sehr guter Dot. Sehr nett. Mehr lässt sich eigentlich dazu nicht sagen. Der macht einen sehr, sehr guten Single-Target-Dot. Sollten wir auf jeden Fall immer draufhalten. Dann haben wir den Windenpfad. Windenpfad wurde gebufft. Der skaliert ein bisschen besonders bei den Champions-Punkten. Dazu komme ich dann auch gleich. Auch gute AOE. Dann haben wir die nachladende Falle hier. Das gibt uns kleinere Kraft. Da müssen wir ein bisschen damit aufpassen. Das legen wir alle 2 Rotationen nach, weil die sich halt doppelt aktiviert. Dadurch haben wir eine sehr ordentliche kleinere Kraft-Uptime. Wenn ihr einen Fight habt, wo ihr 4 Blocken dodgen müsst, nehmt ihr das einfach raus. Und nehmt dann hier das Licht der Magiergilde rein, ne? Wieder das innere Licht. Aber für so bin ich damit eigentlich relativ zufrieden. Ihr könntet auch rein theoretisch, das kostet halt ein bisschen mehr Ressourcen, den zerstörerischen Hieb hier reinnehmen. Das spiele ich dann aber bei einem anderen Setup ständig so. Das wäre dann für ein Range-Setup. Ihr wollt aber nicht auf Distanz bleiben. Wir spielen ja Growth da und wir müssen einen Nahkampf für Seelenernte. Von daher haben wir hier die nacheinander Falle. Dann habe ich hier die auslaufenden Angriffe. Die wurden auch verändert. Die halten jetzt 20 Sekunden lang und geben sehr, sehr wenig Maika für mit leichten Angriffen wieder her. Aber sie heilen euch zusätzlich. Und das ist auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil ihr dann auch die Heiler wieder ein bisschen entlastet. Und wenn die Wirkdauer vorbei ist, kriegt ihr nochmal einen großen, großen Batzen Maika zurück. 4,2k. Und sie kosten beim Aktivieren nur 973 Maika. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Ein Schild, der muss in jedem Raid und jedem Dungeon sollte der dabei sein. Das ist die absorbierende Magie. Wenn wir den aktivieren, kostet halt viel mit 4k, aber wir kriegen halt bis zu 3x 1300 Maika zurück. Der ist ganz nett für einen Sustain und einen anderen Schild haben wir hier nicht auf dieser Klasse. Von daher eine super Sache mit diesem Schild. Dann haben wir hier den donnernden Zorn. Das ist die Ulti, die ich bevorzuge auf der Nightblade, wenn ich einen AOE-Fight muss. Die könntet ihr quasi casten, die macht richtig viel Schaden. Sie hält ja auch satte 9 Sekunden, 2 Sekunden länger als die Flammenstab-Ulti. Und dann wechseln wir auf diese Leiste und sahen die Kills quasi ab. Und das ist eine super Sache, weil wir wirklich sehr, sehr schnell hier die ganzen Kills machen damit. Das ist das Skill-Setup. So, warum ist eigentlich Meisterarchitekt denn so wichtig fürs Buffen? Und wir kriegen als Nachtklinge sehr, sehr schnell Ultikraft. Erste Passive, die ganz wichtig ist. Hier, Maika-Flut. Deswegen haben wir zum Beispiel Lebenslust drauf. Wir brauchen eine Auslagenfähigkeit auf der Frontleiste, damit wir 8% mehr Max Maika haben, solange eine Auslagenfähigkeit ausgerüstet ist. So, Ultikraft kriegen wir unter anderem durch Katalysator. Katalysator gibt uns 20 Ultikraft, wenn wir einen Trank trinken. Das hat keine andere Klasse, das ist richtig, richtig super. Dann haben wir Transfer. Wirkt eine Fähigkeit des Auslagens, erhaltet ihr 2 Ultikraft zurück. Dieser Effekt kann man einmal alle 4 Sekunden eintreten. Ja, das ist also richtig, richtig super. Das ist ein halber Ulti-Punkt quasi pro Sekunde. Sehr, sehr schöne Sache. Wir kriegen also schneller Ulti zusammen als andere Klassen. Halt wegen Katalysator. Ganz klar, der Templar hätte auch eine sehr, sehr günstige Ulti. Und mit reflektierendes Licht bzw. Fluch der Vampire bekommt er ja auch sehr, sehr schnell Ulti zusammen. Auf der Nightblade ist es halt insgesamt etwas effektiver. Und zusätzlich dazu haben wir jetzt ja in Gruppen natürlich auch noch Synergien, wie zum Beispiel die nekrotischen Kugeln oder die Scherben. Und wir haben bei den Champions-Punkten eine Passive, die nennt sich Synergetika. Wenn ihr eine Synergiefähigkeit aktiviert, generiert ihr 2 Ultikraft. Wir wollen also möglichst viele Synergien aktivieren und das ist ja kein Problem, denn wenn das jetzt der Boss sein sollte oder tankt den Boss und wir stehen ja eh vorne dran und machen Damage, ja, wegen unserer Falle, dann landen hier die ganzen Scherben, auch die zum Boss erzielen, zum Tank müssen, am Boss und dann können dann auch wirklich hier super Synergien aktivieren, kriegen schnell Ultikraft zusammen. Und ich hatte Fights, muss ich mal schauen, normalerweise lag das bei so um die 40%, größere Schlechter hier so 43%, ich hatte aber auch Fights,
wo größerer schlechter 43%, das ist so Durchschnitt gewesen. Größerer schlechter 43%. Ich hatte irgendein Fight, nur 54% Uptime. Ja, wir haben hier 55% Uptime, wenn man es ordentlich timet. Wenn das passt mit den Tränken und allem. 55% Uptime. Man kann also, das bewegt sich im Bereich zwischen 40 bis 55%. Was diesen Setbuff angeht. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für euch, sondern es gilt auch für andere. 15% Zusatzschaden, 10 Sekunden lang. Das ist richtig, richtig viel. Ja, also die Hälfte des Kampfes habt ihr das aktiv auf euch und einen anderen, zwei anderen Leuten. Und das macht dieses Setup richtig, richtig stark. Das CP-Setup bleibt gleich bei allen Setups, die ich euch jetzt zeigen werde. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal geartechnisch in die etwas erschwinglichere Variante für euch, wo ihr nichts unbedingt großartig farmen müsst. Und dazu tragen wir einfach 5 Teile Julianos und Mondtänzer, wo ist es? Halskette. Mondtänzer, Halskette. Mondtänzer, Ring. Dann brauchen wir noch einen Stab. So. Was wir jetzt machen, ist, wir sägen diese Ulti nach hinten und nehmen von der Magiergilde den hier rein. So. Das wäre jetzt das Setup, das ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gespielt habe. Damage-technisch macht das in etwa gleich viel Schaden. Ihr bufft nur die anderen Leute nicht. Potenziell im Raid liegt das andere Setup aber ein bisschen höher. Also ihr könntet mit dem ersten Setup mehr Schaden machen, insgesamt potenziell, weil da noch die ganzen Raid-Buffs dazukommen und das alles dann natürlich hochstackt mit dem größeren Schlechter. Optimalerweise hättet ihr halt hier, muss ich mal gucken, verletzender Magier. Da fehlen mir aber zwei göttliche Rüstungsteile. Wie ihr sehen könnt, kriege ich irgendwie nur erfüllt oder undurchdringlich, aber ich habe jetzt hier drei göttliche Teile und zwar diese drei hier. Verletzte Magier hat dieselben Boni wie Julianos, bis auf den 5er Bonus. Und der 5er Bonus gibt euch die Möglichkeit eben mit direkten kritischen Treffer diesen Setbonus zu aktivieren und mehr Magieschaden zu bekommen. Mit der Nachtklinge habt ihr in der Regel 70-75% Uptime von diesem Set oder höher. Und das liegt am windenden Pfad. Ja, das ist dieser Skill hier. Weil dieser Skill wird als direkter Schaden gezählt, auch wenn das ein Dot ist. Komischerweise wird er auch als Dot gezählt, weil auch Valkenskoria aktiviert. Das funktioniert aber nur mit diesem Morph. Ich weiß nicht, ob... Also ich gehe mal stark davon aus, dass er nur damit funktioniert. Wenn es ist nämlich so, dass der windende Pfad, dieser Skill, bei den Champion-Punkten mit Waffenmeister skaliert. Das ist erhöhter direkter Schaden. Der erneuernde Pfad, der heilende Morph, skaliert komischerweise mit Taumaturg. Mit Schaden über Zeit. Deswegen glaube ich, dass der erneuernde Pfad nicht verletzende Magier aktivieren kann. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber es müsste eigentlich so sein. Wenn es einer genau weiß, bitte doch mal in die Kommentare posten, ne, ob der erneuernde Pfad das auch aktivieren kann. Aber das wäre jetzt hier das etwas erschwinglichere Setup. Das könnt ihr euch besorgen. Brandzauberweber empfehle ich nicht mehr. Und wenn ihr auf Range spielen möchtet, dann spielt ihr nicht mit Grothda, sondern mit Ilamris und tauscht die nacheinander Falle aus mit der zerstörerischen Berührung. Das ist eigentlich alles. Und eure Sets sehen dann aktuell so aus, ihr habt einen Haufen Crit, ne? Ihr würdet dann auch mit verletzter Magier optimalerweise spielen. Und eigentlich wäre optimal nicht Mondtänzer, sondern unfehlbarer Äther. Das bekommt ihr in den Karkstein-Raids. Ja, Julianos könnt ihr herstellen, verletzender Magier gibt es im Gefängnis der Kaiserstadt und in diesen drei Karkstein-Raids hier gibt es unfehlbarer Äther. Auf Veteranenmodus natürlich auch den goldenen Schmuck. Wenn ihr das alles nicht habt, natürlich, dann könnt ihr auch hier Willenskraft drei Teile spielen. Möchte mal die Setboni zu zeigen. Willenskraft. So, das sind die Setboni. 1400 Max Marker und 186 Magie Schaden. Das ist sehr, sehr cool.
So. Ich werde jetzt an der Stelle einfach mal das Video einblenden, wo ich euch die Rotation zeige. Und dann seht ihr mal, wie das Ganze so aussieht in Aktion. Das ist jetzt hier mit dem Master Architect Setup. Man muss natürlich bedenken, ich trage hier Growth Down. Ich habe keinen anderen Blitzschaden als meine leichten Blitzstabangriffe. Ansonsten habe ich da nichts. Das heißt, kleinere Verwundbarkeit ist nicht aktiv. Was viele irgendwie so ein bisschen falsch verstehen und gerade die Leute auf der Konsole zum Beispiel gar nicht nachvollziehen können, weil sie halt keinen Combat Matrix haben, ist, dass Elambris ungewöhnlich häufig die Verwirrung aktiviert. Und Verwirrung gibt eben, das ist ein Statuseffekt, herbeigerufen durch Schockschaden, wovon jetzt zum Beispiel Zauberer sehr, sehr viel haben, aber auch Elambris das, wie gesagt, sehr, sehr häufig auslöst. Das bedeutet, wir kriegen 8% mehr Schaden, weil verwirrte Feinde erleiden kleinere Verwundbarkeit, das heißt 8% mehr Schaden. Und wenn ihr also das Elambris-Setup zum Beispiel testet und probiert, dann hab ich persönlich das Einfache, selbst wenn ich die Rotation ein bisschen versaue, auf ähnliche Werte, auf ähnliche Schadenswerte oder höher noch zu kommen potenziell. Wenn ihr jetzt hier auf dieses Setup zum Beispiel Elambris anzieht und dann noch die Schockberührung reinnehmt, dann kriegt ihr da auch ein bisschen mehr Schaden hin, als ich jetzt hier mit Growth da und der kleinerer Kraft mit der Falle. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Vor allen Dingen, verwirrte Feinde werden durch eine Schockblockade aus der Balance gebracht. Dann könnt ihr potenziell auch nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Aber wir skillen nicht auf Off-Balance bei diesem Setup hier. Warum, dazu komme ich dann gleich bei den Champion-Punkten. Insgesamt ist das halt sehr, sehr interessant. Ich werde euch jetzt hier einmal schnell die Rotation zeigen. Ich werde sehr, sehr schnell leerlaufen, also nicht wundern. Ich habe jetzt hier leider keinen Drain. Ich habe das nicht gelevelt auf dem Charakter und auch keinen Heiler hier. Nur damit ihr die Rotation seht mit für das Range-Setup. Das heißt, wir buffen uns vorher natürlich, zack, und würden einen Trank einschmeißen. Schwerer Angriff am Start, Blockade, bindender Pfad, verkrüppelnder Griff, Schockberührung. Und wenn das prockt, feuern wir die gnadenlose Entschlossenheit ab. So sieht das Ganze aus. Ich bin natürlich leer, weil ich halt keinen Support habe und weil ich keine Tränke nehme, ist ja klar. So sieht die Rotation aus. Das heißt also, ihr seht zu, dass ihr euch vorher hochbufft, ihr legt die Blockade in Leistenwechsel, legt eure Dots hinten nach, angefangen mit dem Pfad, verkrüppelter Griff und dann die Schockberührung in Leistenwechsel. Schaut halt zu, dass ihr immer, wenn die auslaufen, die Angriffe nachcastet, weil sonst werdet ihr leer laufen. Und die gnadenlose Entschlossenheit, wenn ihr sie zweimal abgefeuert habt, vor dem nächsten Leistenwechsel, castet ihr die nach. Also ihr legt die Blockade und dann die gnadenlose Entschlossenheit, die gnadenlose Entschlossenheit und dann die Blockade in den Leistenwechsel. Castet eure Dots da hinterher. Das ist also ganz wichtig, ne? Alle zwei Spektralbögen castet ihr die nach. So viel dazu. Wir gehen in die Champion-Punkte. Und wir fangen an mit dem roten Baum, damit ich das bloß nicht vergesse. Wir haben jetzt hier 51 unangreifbar, das sind 19% reduzierter Schaden. Ich weiß nicht, ob bei den schadensreduzierenden Punkten wir auch Jump Points drin haben. Für die Leute, die das nicht wissen, Jump Points sind Punkte bei den Champion-Punkten, bei denen Werte effektiv werden. Ne? Alle Punkte dazwischen, also zwischen diesen sogenannten Jump Points, sind ineffektiv. Das heißt, das sind verschwendete Punkte. Ich weiß das allerdings nicht, weil das halt eingehender Schaden ist, ob das auch so skaliert. 56 Abgehärte, 56 Elementalverteidiger, 28 Dickhäutig und 19 in schneller Erholung. Bei den Grünen haben wir 18 Kriegsherr, 75 Arkanist, 77 Tenazität und 20 und 20 in schattenhafter Schutz und Gelenkigkeit. Um jetzt mal genauer zu zeigen, was Jump Points eigentlich sind. Jump Points, oder ihr braucht keine Liste für Jump Points, denn die Jump Points sind immer die Punkte, die vor der Kommastelle sind. Das heißt hier 17,17%, das heißt wir sind hier effektiv bei 17% mehr Crit-Schaden. Wir könnten jetzt hochgehen, ich könnte jetzt hier das zum Beispiel Punkte rausnehmen,
Das wäre ein verschwendeter Punkt. Das wäre ein verschwendeter Punkt. Das wäre ein verschwendeter Punkt. Erst ab 48, bei ab 18 quasi, habe ich dann wieder mehr Schaden. Und dann auch, kann ich auch wieder hochgehen. Ist das hier verschwendet? Das ist verschwendet. Und das ist ein Jump Point wieder. 51, ja. Brechen wir die Neuverteilung ab. Wir haben das hier überall. Sehen wir, dass das quasi abgerundet wird. Ja, es wird runtergerundet auf die 17, hier auf die 11%. Also haben wir 44 in Elfenblut, 49 in Elementarexperte, 46 in Magieerosion wegen der präzisen Stäbe, 11 in Stabexperte, 44 in Waffenmeisterin und 16 in Taumaturg. Wenn wir uns jetzt mal den DPS-Test anschauen, dann werde ich euch auch mal erklären, warum wir das so gemacht haben und warum wir nicht auf Off-Balance gehen. Für die Leute, die das wissen, verwirrte Ziele können durch eine Sturmblockade, das wäre quasi dieser Skill hier, gecastet mit einem Blitzstab, können aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Aus dem Gleichgewicht gebrachte Feinde könnten mit dieser passiven Fertigkeit, die 75 Punkte in diesem Baum benötigt, 10% mehr Schaden erleiden. Allerdings folgende zwei Dinge. Die Nachtklinge hat nicht sehr viele Skills, die mit diesem mit Taumaturg skalieren. Hoppala, gehen wir hier rüber. Und zwar, wenn wir uns das hier alles mal anschauen, sind da sehr, sehr viele Direktschadenfähigkeiten drin. Da haben wir unter anderem der leichte Angriff, der skaliert mit Elementarexperte, mit Stabexperte und mit Waffenmeister. Die Feuerblockade skaliert mit Taumaturg. Der windende Pfad, weil das irgendwie halt buggy ist, skaliert mit Waffenmeister. Wille des Assassinen, das ist ein bisschen komisch, das ist nicht ganz konstant. Das skaliert angeblich mit Elementarexperte, mit Stabexperte und Taumaturg. Das ist nicht ganz klar. Eigentlich müsste das mit Waffenmeister skalieren. Da haben wir wieder einen leichten Angriff. Ne, macht 3k DPS aus hier und 4,7 da oben. Skaliert mit Waffenmeister, verkrüppelten Angriff, Taumaturg. Dann haben wir hier Waffenmeister, Waffenmeister. Taumaturg, Waffenmeister. Und das war's eigentlich. Wir haben nicht sehr viele Skills, gerade bei den Skills, die ein bisschen mehr Schaden machen, die mit Taumaturg skalieren. Es bringt uns also nichts, da 75 Punkte reinzustecken und dann auf Offbands zu gehen. Und zwar auch unter anderem deswegen, weil ich viel Bossfights beobachtet habe im Raids und mir dann immer bei den Debuffs angeschaut habe. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, kleinere Verwundbarkeit war jetzt hier 17% aktiv. Ne? Da steht dann auch aus dem Gleichgewicht. Und da ist das Ganze, weil wir sehr, sehr viele Zauberer haben, die schwere Angriffe machen und man auch hier auf der Nachtlinge ab und zu mal einen schweren Angriff machen muss für Ressourcen, dass die Uptime von Off-Balance bei manchmal, wenn der Fight schlecht war, 30-60% liegt. Das heißt also, ihr habt nur im optimalen Fall, im aktuellen Patch, weil die Leute so viele schwere Angriffe machen müssen, von diesen 10% extra Schaden über die Ausnutzerpassive bei den Champion-Punkten 6%. Das kann vielleicht mal höher sein, je nachdem, ob die Leute mehr Light-Attack-Builds spielen oder weniger. Ja, das kann ein bisschen variieren. Aber ein schwerer Angriff gegen ein Ziel, das aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist, ja, egal ob das das hier ist, ja, oder ob das ein Blitzstab-Angriff ist, ja, wie bei den Sorgs, zack, ja. Das wird dann zu Boden geschmissen, das Skelett, das entfernt Off-Balance. Genauso die Peitsche vom Drachenritter, das entfernt Off-Balance. Bei der Nachtklinge haben wir halt einfach Skills, zu viele Skills, die nicht damit skalieren, dass es sich lohnen würde, 75 Punkte hier reinzustecken und sie woanders rauszunehmen, nur um Ausnutzer zu aktivieren. Hättet ihr geschärfte Stäbe, solltet ihr hier etwa ...31 Punkte hier reinstecken und könntet die Punkte anders verteilen, dann würde ich hier 56 reinstecken. 48 und 48. So würde ich das verteilen, wenn ihr geschärfte Stäbe hättet. Ja? 48, 56, 31, 48 Stabexperte und Taumaturg bleiben. Das wäre die CP-Verteilung, die ich euch dann empfehlen würde, wie gesagt, bei geschärften Stäben. Aber das war es eigentlich auch an der Stelle. Drei Setups. Drei relativ simple Setups.
Das heißt relativ simple Setups, aber drei sehr, sehr coole Setups. Ich hoffe doch, dass sie euch gefallen haben. Ich habe da viel am PTS gesessen, viel rumgetestet. Ihr könntet zum Beispiel auch das neue Kriegsjungfern-Set tragen, falls ihr das möchtet. Weil wir ja so viele Magieschadenfähigkeiten haben. Ne? Upsala. Kriegsjungfern-Set, das ist einmal das hier. Das gibt uns Zauberkrit, maximaler Magieschaden und auf Gold 400 Magieschaden für unsere Magieschadenfähigkeiten. Das wäre dann also in dem Fall, wäre das unser Lebensfluss, unsere gnadenlose Entschlossenheit, unser Execute, unser Windnerpfad, unser verkrüppelnder Griff und die Seelenernte. Die würden natürlich zum Beispiel gebracht werden. Das ist sehr, sehr stark, das Setup. Das könntet ihr tragen, ne? Statt Julianos. Kann man farmen und auch kaufen natürlich. Farmen in Wadenfell. Aber ja, das wären zum Beispiel Optionen. Ich hoffe aber, dass ihr, wie gesagt, Spaß hattet. Und, jo, Leute. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr zu The Elder Scrolls Online verpassen möchtet, dann lasst ein Abo da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.